Ihr wollt ein Insekt, das richtig gut darin ist, andere Insekten zu töten? Dann ist die Okra Dana genau das Richtige für euch. Was sie kann und wie ihr sie zähmt, erfahrt ihr hier in ihrem Guide. Und wenn euch der Guide gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Viel Spaß! Diese riesige Libelle findet ihr überall im Dschungel und auch in der Green Desert auf Scorched Earth. Die Basiswerte der Okra Dana sind 325 Leben, 300 Ausdauer, 150 Sauerstoff, 1740 Food, 400 Gewicht und ein Basisschaden von 53. Den Sattel lernt ihr erst mit Level 65, das heißt, ihr habt relativ spät im Spiel erst Zugriff auf sie. Auf dem Boden ist sie relativ langsam, sie kann auch nicht sprinten, kann sich aber mit WASD in alle vier Richtungen fortbewegen, aber ist ja auch nicht ihre Hauptaufgabe, auf dem Boden rumzukriechen, die hat Flügel, also kann sie fliegen. Und im Flug ist sie im Sprint sehr, sehr schnell, ist allerdings nicht besonders ausdauernd. Und wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, werdet ihr auch gezwungen, auf dem Boden zu landen. Auch in der Luft könnt ihr sie mit WASD in alle vier Richtungen steuern. Das gilt sowohl, wenn ihr nach oben als auch nach unten oder gerade guckt. Das heißt, im Flug ist sie sehr, sehr wendig und manövrierbar. Auf der linken Maustaste als primären Angriff hat die Okra Dana einen Klauenschlag. Ja, doch, so kann man es nennen. Macht relativ wenig Base Damage, hat auch keinen besonderen Damage Type, ist ein ganz normaler Angriff. Auf der rechten Maustaste hat die Okra Dana eine Grab Ability. Damit kann sie Targets hochheben, macht dabei aber auch ein bisschen Schaden. Ihr könnt diese Targets dann mit Linksklick auch weiter angreifen. Diese Grab Attack verfolgt auch ein Muster. Denn wie vorhin erwähnt, ist die Okra Dana spezialisiert auf Insekten. Bei der Grab Attack wird also als erstes geguckt, ist das Ziel ein Insekt, ja oder nein. Wenn es ein Insekt ist, kommt Phase 2. Es wird geguckt, hat das Ziel weniger als 50% Leben oder nicht. Und wenn es mindestens 50% Leben hat, dann passiert Folgendes. Das. Ihr schnappt euch das Ziel, schlagt es viermal hintereinander ganz, ganz schnell und schmeißt es dann vor euch weg. Das Ziel kriegt den Trike-Stun-Buff und ihr kriegt da oben Rapid Generation. Das kann bis zu viermal stacken, wenn ihr auch viermal getroffen habt. Stirbt das Ziel früher, habt ihr natürlich keine vier Treffer und ihr habt weniger Buffs. Jeder dieser vier Buffs hält insgesamt 20 Sekunden und pro Sekunde bekommt ihr 5 Food zurück und 15 HP. Das heißt, ihr habt da eine sehr, sehr gute Heilungsmöglichkeit, wenn ihr auf einen Insekt trifft. Und wie schnell das Ganze aussieht, seht ihr hier. Ihr habt massive Health Generation und auch massive Food Generation, sofern ihr halt ein Insekt habt, was ihr regelmäßig einmal annuckeln könnt. Bei der Grab Attack passiert aber noch ein dritter Check. Ist euer Ziel ein Insekt und hat weniger als 50% Leben, dann passiert was anderes, nämlich dieses hier. Zack. Ihr performt einen Insta-Kill. Es ist scheißegal, wie viel Leben das Viech noch hat. Hauptsache, es ist insgesamt unter 50%. Und ihr kriegt für 120 Sekunden Recently Executed. Dieser Buff generiert euch pro Sekunde 50 Stamina. Und da ihr weniger als 50 Stamina verbraucht, während ihr angreift oder fliegt, habt ihr praktisch unendliche Ausdauer, solange wie dieser Buff aktiviert ist. Wenn ihr ein Insekt tötet, bekommt ihr außerdem für 120 Sekunden den Insect Killer Buff. Den seht ihr rechts oben, den seht ihr aber auch als rote Wolke um den Kopf der Okra Dana herum. Und solange der Buff aktiv ist, macht ihr doppelten Schaden gegen alle Insekten. Damit ist die Okra Dana aber noch lange nicht fertig, was Insekten angeht. Generell macht sie 0,5 mal mehr Schaden gegen Insekten und bekommt auch nur die Hälfte des Schadens, den Insekten austeilen. Und wenn ihr Chitin haben wollt, dann erntet die Okra Dana doppelt so viel Chitin wie normalerweise von Insekten. Auf der C-Taste hat sie einen Taunt, allerdings nur kosmetischer Natur. Die Okra Dana kann im Flug außerdem noch dodgen. Das macht ihr mit der Leertaste und entweder D oder A. Das Ganze sieht dann so aus, mit D und so mit A. Kostet sehr viel Stamina, hat einen relativ hohen Cooldown. Und ja, sollte mit Vorsicht zu genießen sein, denn wie gesagt, wenn ihr im Flug keine Ausdauer mehr habt, dann fliegt ihr auf den Boden. Wenn ihr diese Riesenlibelle zähmen wollt, müsst ihr mindestens Level 65 sein. Die Okra Dana ist ein Passiv-Tame und entweder braucht ihr dafür Rare Flowers oder noch besser Honig. Ihr lauft einfach hin und füttert ihr eins von beiden und je nachdem welches Level sie ist sie dann gezähmt oder braucht noch mehr von dem Scheiß. Ihr seht, die ist auch nicht per se aggro. Das macht es insgesamt eigentlich relativ leicht. Das einzige Problem ist Insekten. Wenn sie Insekten in der Nähe hat, greift sie die an. Und wenn sie den Insektenkiller-Buff hat, greift sie alles an.
Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass ihr sie entweder einsperrt oder sie sonst irgendwie von Insekten fernhaltet, weil sonst wird das Ganze ein Ding der Unmöglichkeit. Die Okredana ist immun gegen Torpor, das heißt, sie kann nicht irgendwie abgeschossen werden und dann schlafen gelegt werden. Wenn sie aber abgeschossen wird mit Feuer, Projektilen oder Explosionsschaden, dann kriegt sie deutlich mehr Schaden. Das heißt, sowas wie, ich flieg mal in den Wyvern Trench und klaue ein paar Eier, kann mit der ziemlich schnell ziemlich in die Hose gehen. Und zu guter Letzt, die Okredana selber zählt nicht als Insekt. Das heißt, wenn ihr eine andere angreift, macht ihr nicht mehr Schaden, ihr kriegt keinen Insektenkiller-Buff etc. pp. Das war alles, was man zu Okredana wissen sollte und ich wünsche euch super viel Spaß mit eurer eigenen Riesenlibelle. Ciao!